بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, wir haben uns heute hier versammelt, um über unsere Religion zu reden, insbesondere über den Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام. Und wir bitten Allah, dass er uns durch diese Worte, die wir sprechen, noch mehr Liebe zum Propheten عليه الصلاة والسلام gibt. Denn das ist etwas, was den Iman vollständig macht. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hat gesagt: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Keiner von euch ist wirklich gläubig, bis er mich nicht mehr liebt als seinen Vater und seinen Sohn und alle Menschen insgesamt. Und dann bitten wir auch Allah darum, dass er uns durch dieses Thema, über das wir heute reden, uns neue Erkenntnisse schenkt, die uns dabei helfen, den Islam nach vorne zu bringen. Denn wir müssen verstehen, der Islam ist keine Religion, die einfach nur in der Moschee oder in den vier Wänden gelebt wird, sondern der Islam ist ein komplettes System, das eine Gesellschaft, das ein Land, das die Welt regiert. Und jeder Muslim sollte für den anderen Menschen wünschen, dass der andere Mensch auch den Islam annimmt. Jeder Muslim sollte für den anderen Menschen wünschen, dass er auch von diesem Licht, von dem Islam etwas abbekommt. Und das Leben des Propheten والسلام, ist im Allgemeinen ein einzigartiges Leben, das man mit keinem Leben vergleichen kann. Erstmal, weil es kein Leben gibt, das so aufgezeichnet ist wie sein Leben. Kein Leben ist so aufgezeichnet wie sein Leben. Wirklich jedes Detail, wie er gegessen hat, wie er geschlafen hat, ja, alles wird dort aufgezählt. Und es ist wirklich unglaublich. Auch wenn man sich dieses ganze Leben ansieht, sein Akhlaq ist ein Beweis dafür, dass er wahrhaftig ist. Seine Lebensführung ist ein Beweis dafür, und man erlebt immer wieder neue Ajaib, neue wundersame Dinge, Dinge, die man gar nicht glauben kann. Weil die Leute, die der Prophet erzogen hat, die seine Schüler waren, die mit ihm zusammen waren, die Sahaba, Ridwanullahi alayhim ajma'in, ja, von ihnen sieht man auch immer wieder Ajaib, beispielhafte Menschen, die mutig gewesen sind, die Tapferkeit gezeigt haben. Ja? Und das erstmal im Allgemeinen, warum wir darüber reden wollen. Und ich möchte heute über ein spezielles Thema reden, nämlich über die Hijra der Muslime, aber nicht nach Medina, sondern die erste und zweite Hijra. Und diese erste und zweite Hijra, die waren wohin? Die waren nach Abyssinien, beziehungsweise was heute Äthiopien ist. Arabisch. Genau, ja. So, was man auf Arabisch Habascha nennt. Ja. Der erstmal, und da möchte ich erstmal kurz etwas erwähnen noch, als Information für die Brüder und Schwestern in Deutschland. Wir müssen als Muslime wissen, dass das Leben im Dal Kufr, das heißt, wo die Scha'air des Kufrs, wie zum Beispiel Glockenläuten etc., wo der Kufr sozusagen regiert, ja, dass das Leben in so einem Land nur unter verschiedenen Bedingungen erlaubt ist. Ich möchte hier nicht detailliert drauf eingehen, aber im Allgemeinen ist es so, dass derjenige, der dort lebt oder dorthin reist, erstens genug Iman haben muss, der ihn davon abhält, in die Sünden zu fallen, die ihm dort angeboten werden. Denn es ist ganz klar, dass man in so einem Land halt zum Beispiel mit Zina anders konfrontiert wird als beispielsweise im islamischen Land. Zina ist in Deutschland eine Sache, die ist allgegenwärtig in einem islamischen Land. Selbst wenn in dem islamischen Land vielleicht nicht alle Leute den Islam praktizieren, aber es ist trotzdem nicht einfach selbstverständlich, dass zum Beispiel Fuad mit Esma zusammen auf der Straße Hand in Hand gehen und die sind nicht verheiratet. Das ist nicht selbstverständlich. Ja? Und solche Sachen sind halt in Deutschland selbstverständlich oder sind in Europa selbstverständlich. Und wenn man in so ein Land fährt oder dort lebt, muss man genug Iman haben, der einen von diesen Sachen festhält. Zweite Bedingung, dass man genug Wissen hat von der Religion, um die Shubuhat, die einem eventuell kommen, Shubuhat, das heißt Scheinargumente, abzuwehren. Das heißt, wenn zum Beispiel einer fragt, ja, guck mal, bei euch im Islam, warum gibt es denn da Dschihad und so, wie ist das denn da, unter Krieg und hier,
Ja, es gibt ja Leute, denen werden solche Sachen erzählt, die kriegen auf einmal Zweifel in der Religion. Oh ja, wieso, weshalb? Und das heißt, man muss genug Wissen haben, dass man die Grundfragen beantworten kann, die einem auf den Tisch gelegt werden. Und drittens, man muss Muhtaj sein. Muhtaj heißt, dass man einen Nutzen daraus hat oder ein Bedürfnis hat, dort zu leben. So, wer gehört dazu? Zum Beispiel, ich gebe mal ein paar Beispiele, für wen es jetzt zum Beispiel erlaubt wäre. Nur als Beispiel, das heißt nicht, dass das nur die mit gemeint sind. Zum Beispiel jemand, der in ein nicht-islamisches Land geht, um dort etwas zu studieren, und dieses Wissen bekommt er nicht in seinem islamischen Land, und er geht dann mit der Absicht, wieder in sein Land zurückzugehen, dass die Leute von diesem Wissen profitieren, beispielsweise. Oder zum Beispiel jemand, der seinem Land im Land des Kuffers nutzt. Zum Beispiel, weil er für eine bestimmte Firma arbeitet, die den Menschen hilft. Oder zum Beispiel ein Safir, ein Botschafter. Es muss ja Botschafter geben, die zum Beispiel auch im Land des Kuffers da sind. So. Und es gibt eigentlich für den ständigen Aufenthalt, dann zum Beispiel jemand, der eine Krankheit hat und es gibt zum Beispiel in einem bestimmten Land eine bessere Methode, um diese Krankheit zu behandeln. Ja, und er fährt dann dorthin, um sich behandeln zu lassen. Das sind alles Sachen, die auf jeden Fall erlaubt sind. Und dann zum Beispiel etwas ganz Wichtiges ist die Dawa, dass man dorthin geht, um zum Islam aufzurufen. Hier werden einige sagen, ja, aber für Dawa muss man Wissen haben. Dies ist erstmal ein, man muss erstmal die Dawa als einen kompakten und umfangreichen Begriff verstehen. Dawa ist nicht nur von dem abhängig, der die Predigt in der Moschee hält, sondern Dawa ist auch sind auch die Leute, die hinter einem stehen. Wer nimmt das auf? Wer organisiert diese Moschee? Wer finanziert diese ganzen Sachen? Das heißt, wenn man wirklich halal leben will in so einem Land, dann sollte man die Absicht fassen, dass man dort lebt für die Dawa, dass der eigentliche Grund für den Aufenthalt ist, die Dawa. Und das heißt, viele, die dort in den Westen gegangen sind, haben sich sündig gemacht. Weil die hatten erstmal nicht das Wissen gehabt. Zweitens haben die nicht den Iman gehabt. Und drittens waren die nicht Muhtaj gewesen, sondern die wollten einfach nur Geld sammeln und sich ein Haus bauen und gemütlich leben. Aber gemütlich zu leben ist keine Erlaubnis, um in dem Darul Kufr zu leben. Und es ist ein großer Unterschied, ob man in einem Land lebt, wo man den Adhan jeden Tag hört, wo man immer wieder ermahnt wird und so weiter und so fort. Und jeder, der es mitgemacht hat, der spürt das auch. Der spürt das auch. Alhamdulillah. Aber Alhamdulillah, wir sehen auch viele Leute, die vielleicht in Darul Kufr gegangen sind und die haben dort gemerkt, was sie eigentlich vermissen, weil die sind vom Licht in die Dunkelheit gegangen und haben sie gemerkt, boah, krass, ich will wieder zurück ins Licht, das ist unglaublich. So, jetzt zur Hijra. Zur Hijra, warum redet man über die Hijra des Propheten a.s. beziehungsweise der Sahaba? Weil diese Menschen dort, für uns ist es gerade wichtig, weil sie dort als Minderheit gelebt haben. Und wir leben heute als muslimische Minderheit in einem nicht-muslimischen Land. Und deswegen müssen wir gucken, welche Lehren wir für uns aus dieser Geschichte herausziehen können. Denn selbstverständlich sind die Sahaba unsere Vorbilder. Allah sagt in Surah Tauba, Vers 100, As-Sabiqun al-Awwalun min al-Muhajirin wal-Ansar wal-Ladina taba'un bi-Ihsan radiyallahu anhu wa radu an. Das heißt, die Vorausgeeilten von den Muhajirun und Ansar und diejenigen, die ihnen folgen, wer sind Muhajirun und Ansar? Muhajirun, die von Mekka und nicht nur von Mekka, sondern auch von anderen Orten nach Medina gekommen sind. Und die Ansar aus zwei Stämmen, Aus und Khazraj, die Bewohner von Medina. Und eigentlich nicht nur Aus und Khazraj, sondern es gibt ja auch Juden, wie Abdullah ibn Salam, der Islam angenommen hat. Weil meistens, wenn wir von Ansar reden, dann sagt man Aus und Khazraj, die zwei großen Stämme. Aber es gab auch Juden, die haben Islam angenommen. Die waren auch von den Leuten aus Medina gewesen. Ja, wie zum Beispiel Abdullah ibn Salam. Weil in Medina, beziehungsweise um Medina herum, gab es ja drei große jüdische Stämme, Bani Qurayza, Bani Kainuqa und Banu Nadia. Alhamdulillah. So. Okay. Und hier etwas
zu der ganzen Vorgeschichte. Ja. Der Prophet a.s.w. Wie hat es mit der Hijra angefangen? Erstens, um die ganze Geschichte nochmal aufzuwühlen, man unterteilt diese Sira in verschiedene Abschnitte. Und zu den Abschnitten gehört erstmal die mekkanische Phase, das ist alles vor der Hijra, das ist insgesamt wie viele Jahre? 13 Jahre. Und dann nach der Hijra in Medina ist 10 Jahre, die medinesische Periode. Man sagt mekkanische und medinesische Periode, aber es muss nicht unbedingt sein, weil der Prophet war ja auch in der medinesischen Periode manchmal in Mekka gewesen. Einige Mal in Mekka gewesen. Und er war auch in der mekkanischen Periode, zum Beispiel in anderen Städten gewesen, in Taif und so weiter. Aber so wird es unterteilt. Und die mekkanische Periode wird unter anderem auch in die Phase, wo die Dawah Sirriya ist, eingeteilt. Diese Dawah Sirriya, wird gesagt, die war die ersten 3 Jahre. Aber die war nicht so geheim, wie viele Leute gedacht haben. Jedenfalls, man sagt 3 Jahre, so dann, wo die Dauer laut geworden ist. Und das ist etwas, was wir als erstes verstehen müssen. Wie kam es überhaupt zur Hijra? Ja, weil der Hauptgrund oder einer der Gründe, warum die Leute ausgewandert sind, ist, weil sie sozusagen politisch verfolgt waren. Leute wurden gefoltert, Menschen wurden getötet, Menschen wurden beschimpft, boykottiert. Das komplette Programm an Leid wurde ihnen zugefügt. Und nicht jeder hat die Kraft, so etwas auszuhalten. Für manche war es besser, einfach auszuwandern, um diesen Verfolgungen zu entkommen. Sie waren verfolgt. Ja? Und jetzt sagen wir, warum waren die verfolgt? Weil das ist etwas, was wir unbedingt verinnerlichen müssen, gerade im Westen. Weil viele Brüder denken heutzutage, solange du in Ruhe gelassen wirst, da hast du es richtig gemacht. Wir fragen, wann haben die Verfolgungen richtig angefangen? Am stärksten wurden die Verfolgungen am Ende des 4. Jahres nach der Sendung des Propheten a.s. Dann fragen wir als nächstes, warum? Was war das, was die Quraysh bzw. die Mushrikun an den Muslimen, die von ihren eigenen Familien zum großen Teil kamen, gehasst haben und bekämpft haben? Was war das Problem? War das Problem, weil sie Allah alleine angebetet haben? Nein, das interessiert sie nicht. Das muss man verstehen. Der Prophet a.s. hat Allah sein ganzes Leben lang alleine angebetet. Es gab davor schon Leute, die in Mekka gelebt haben, die Allah alleine angebetet haben. Das ist nicht das Problem. Wenn du sagst, Ana la abudu illallah, interessiert dich nicht. Sondern was das Problem für sie war, ist, dass man gesagt, das, was ihr macht, ist falsch. La ilaha illallah. Kufa bit Tawhid und Imanu billah. Alles, was ihr anbetet, la ilaha, nafyan jami'a, ma yu'budu min illah. Alles, was ihr anbetet, ist falsch. Das System, was ihr habt, ist falsch. Allah ist der wahre Herr. Allah ist der wahre Gott. Allah ist derjenige, der das Recht hat, uns zu sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Das war das Problem. Das ist das Problem, was die Leute damals hatten. Und subhanallah, das ist das, was bis zum jüngsten Tag so bleiben wird. Und Brüder, das müssen wir verinnerlichen. La yazaluna yuqatilunukum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sie werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen, bis sie euch von eurer Religion wegbringen, wenn sie es können. Lam tarda anka al-yahud wa la nasara hatta tattabi'a millatahum. Die Juden und die Christen werden erst mit dir zufrieden sein, werden niemals mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg folgst. Das sind nicht meine Worte. Das ist, was Allah im Koran sagt. Sure 2, Vers 112, wir müssen das verinnerlichen. Das heißt nicht, dass wir nicht nett zu dem einen oder anderen sind. Weil das heißt jetzt nicht, wir haben jetzt gehört, alle wollen mich, wir laufen jetzt so durch die Gegend rum. Nein, so ist das nicht. Ihr habt ja auch gesehen, wir haben eben zum Beispiel mit dem Henk geredet als Beispiel, weil wir waren eben kurz essen gewesen, haben wir einen Holländer getroffen, mit dem wir halt über Islam auch geredet haben. Ja? Das heißt nicht, dass wir jeden direkt als Feind sehen. Sondern was wir sehen ist, wir sehen erstmal,
jeden Menschen als jemand, der gerechtleitet werden kann. Ich gebe einen Vers aus dem Koran, ganz gut, aber das ist ganz wichtig für uns zu verstehen. Allah sagt im Koran, إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنْ إِتَبَأَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. Du kannst nur, ganz wichtig, du kannst nur denjenigen warnen, der den Allerbarmer im Verborgenen, dass das Herz fürchtet und der Ermahnung folgt. Was, hier sind zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Dieser Vers, ich meine sowieso alle Verse im Koran, aber der ist so wichtig für jeden Daya. Erstens, Allah sagt, Innama, Hassach heißt in Arabisch Wort Tufidul Hassar. Das heißt, das steht für Beschränktheit. Das ist beschränkt auf diese Leute. Du kannst nur denjenigen warnen, der der Ermahnung folgt und den Allerbarmen im Verborgenen fürchtet. Erstens, du musst wissen, wenn derjenige, der wirklich die Wahrheit will, der wird nach der Wahrheit suchen. Den kannst du warnen. Weil es gibt oft heute Leute, die machen sich selber das Leben schwer in der Dawa. Oh, hoffentlich sage ich nicht dies, oh, hoffentlich sage ich nicht das. Hoffentlich hat er nicht dieses gehört oder nicht jenes gehört oder nicht das. Brüder, ich sage euch, wenn er jemand ist, der wirklich die Wahrheit haben will, er wird die Wahrheit suchen. Wir haben so viele Beispiele von Sahaba, die nach der Wahrheit gesucht haben. Das heißt nicht, wir lassen ihn jetzt. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich will damit nur sagen, dass man nicht immer diese Angst hat, wenn man mit jemandem über Islam redet. Oh, hoffentlich sage ich nicht dieses falsch, hoffentlich sage ich nicht jenes falsch. Zweite Sache ist ganz wichtig. Du weißt nicht, wer derjenige ist, der den Allerbarmer im Verborgenen fürchtet. Das heißt, es kann sein, du siehst jemanden, du würdest niemals denken, dass der den Islam annimmt. Und am Ende nimmt er den Islam an. Ich gebe euch ein Beispiel, Amr ibn As. Amr ibn As, das war ein Genie gewesen. Das ist derjenige, der Ägypten erobert hat. Amr ibn As, und wir reden auch gleich noch von ihm, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ja? Der hat den Islam angenommen nach 20 Jahren Bekämpfung der Muslime. 20 Jahre! Im 7. Jahr nach der Hijra hat er den Islam angenommen. 13 Jahre Mekka, Bekämpfung des Islams. 7 Jahre Medina, Bekämpfung des Islams. Und dann hat er den Islam angenommen. Khalid ibn al-Walid, wie viele Jahre hat er den Islam bekämpft? Auch 20 Jahre. Weil er am selben Tag mit Amr ibn As zusammen den Islam angenommen hat. 20 Jahre! Abu Sufyan, noch länger. Noch länger. Noch ein bisschen länger, weil er hat noch nach Amr ibn As und nach Khalid ibn Walid den Islam angenommen. Überlegt euch das mal. Super. Das heißt, gib die Hoffnung nicht auf, gebe die Botschaft und vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin. Uns obliegt nur die deutliche Verkündung. Jedenfalls, nochmal darauf zurückzukommen, wann haben sie angefangen anzugreifen? Sie haben angefangen anzugreifen, und das wirst du merken. Das heißt, wir sehen nicht jeden Dreck als, oh, der will bestimmt was von uns, na, nicht so, sondern wir sind vorsichtig, ja, wir sind vorsichtig, aber in derselben Zeit haben wir Hoffnung, dass er Islam annimmt, aber zur selben Zeit sind wir auch nicht naiv. Und zur selben Zeit wissen wir, wenn wir zum Islam rufen, was wird passieren? Es wird Widerstand geben. Warum? Weil alle Propheten Widerstand bekommen haben. Alle. Und wenn du der Botschaft der Propheten folgst, kriegst du auch Widerstand. Das heißt, nachdem der Prophet öffentlich aufgerufen hat, nachdem er zu Jabal Safa gegangen ist, nach dem 3. Jahr, als der Allah zu ihm gesagt hat, Anwir, Ashirataka al-Akrabin, als er zu Jabal Safa gegangen ist und hat gerufen, ich bin ein deutlicher Warner, was ist passiert? Die Bekämpfung des Islams hat angefangen. Und wann wurde sie immer stärker? Deswegen musst du erstmal wissen, wenn du aufrufst öffentlich, wirst du angegriffen werden. Wenn du dich einfach nur in der Moschee versteckst, wenn du einfach nur hier, weil das wirklich, Bruder, glaubt es mir, man redet mit Leuten, die haben studiert,
die sagen zu dir, ja, wir machen das richtig, deswegen kriegen wir auch keine Probleme. Ich sage zu denen, welche Sira habt ihr gelesen? Welchen Koran habt ihr gelesen? Welche Qissas ul Anbiya habt ihr gelesen? Das gehst du in keiner Geschichte der Anbiya, findest du, dass ein Prophet gekommen ist mit der Botschaft und sein Volk hat gesagt, ach ja, wir finden dich nett, wir machen einen interreligiösen Dialog. Musa a.s., Isa a.s., Yahya a.s., Zakaria a.s., Yusuf a.s., Jakub a.s., Ibrahim a.s., Nuh a.s. Alle Propheten wurden von ihrem Volk bekämpft. Das heißt, was wird passieren, wenn du das heute machst? Es wird Leute geben, die dich bekämpfen. Deswegen frage dich, willst du dem Weg folgen oder nicht? Und ich sage euch hier, wer dem Prophetenweg folgt, ruft zu Allah und er geht das Risiko ein. Weil das ist im Endeffekt kein Risiko, sondern das ist die Probe. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَعْمَالَكُمْ. Wir werden euch so lange auf die Probe stellen, bis wir diejenigen kennen von euch, die sich anstrengen und die Sabr haben. Wird kommen. Achi, was sagt Allah im Koran, Surah Yusuf 108? Er sagt, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ عَبْدُ عِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا. Sprich dieses Mal weg, ich rufe zu Allah mit Wissen. Ich rufe zu Allah. Wer? أَنَا وَمَنْ إِتَبَعَنِي. Ich und die, die mir folgen. Das heißt, wenn du wirklich jemand sein willst, und das hat Ibn Qayyim, der dem Propheten folgt, musst du zu Allah rufen. Musst du zu Allah rufen. Das wird passieren. So jetzt. Wann ist die Bekämpfung des Islam stärker geworden? Am Anfang, als der erste Ruf kam? Oder umso stärker und mehr die Muslime wurden? Umso mehr die Muslime wurden, umso stärker wurde die Bekämpfung. Warum? Weil, wenn du klein bist, wenn du nichts bist, wenn du unwichtig bist, dann sagen die Leute, die sind keine Gefahr für uns. Aber wir müssen wissen, der Islam ist für viele eine Gefahr. Für denjenigen, der Alkohol verkaufen will, der für das diesseitige Leben lebt, der sagt sich, hey, wenn die Leute den Islam annehmen, ja, ich kriege kein Geld mehr mit dem Alkohol. Dann für die Leute, die gerne die Mutakabirun sein wollen, ja, der Islam sagt, Allah ist dein Gesetzgeber. Verstehst du? أَمْ لَهُمْ شُرَكَا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينَ مَا لَمْ يَعْذَنْ بِهِ لَا. Ganz klar, das muss man verstehen. Das heißt, du wirst auf jeden Fall... Das heißt, wenn wir heute sagen, wir sind in Deutschland, wann wird der Kampf gegen den Islam stärker werden? Wenn die Muslime schwach sind oder wenn sie stärker werden? Umso stärker sie werden, umso mehr versucht man dagegen zu machen. Deswegen auch beispielsweise in Frankreich, die größte Population in Deutschland, die größte Population in Europa von Muslimen, weil so viele damals dahin gekommen sind, ist in Frankreich. Deswegen ist der Kampf dort am härtesten. Weil prozentuale Anzahl ist am höchsten. In Deutschland, ja, gibt es einige Empfindlichkeiten, was Bekämpfung von Islam angeht. Weil wegen der Vergangenheit mit den Nazis, deswegen traut man sich öffentlich nicht so ranzugehen. Aber die sind raffiniert. Die sind raffiniert. Die gehen von Moschee zu Moschee, weil die wissen, wenn keine Dawa gemacht wird, dann sind die Leute alle in 20 Jahren nur noch Breakdancer machen und einen auf cooler machen. Ja? Dann gehen die von Moschee zu Moschee und sagen, oh, der Islam ist eine gute Religion und wir mögen euch ja. Aber diese radikalen Leute dort hinten, die sagen, Islam ist die einzig wahre Religion. Sowas können wir nicht akzeptieren. So, jetzt denkt der, von der Moschee, nicht von allen Moscheen, muss ja keiner angesprochen fühlen, der denkt jetzt, er tut was Gutes für den Islam, wenn er den Islam schön lügt, sodass es dem Käfer gefällt. Ja, nein, das gibt es bei uns im Islam gar nicht. Nein, also Islam ist eine tolerante Religion. Ach, wie kann der nur sagen, die Christen gehen in die Hölle? Ja, also, ihr seid ja gut, aber der da, dieser Pierre Vogel und Co. und so, die sagen, Kopftuch ist im Islam Pflicht. Jetzt denkt er, oh, guck mal, Kopftuch gefällt dem nicht, dann,
Also ich rede nicht von jedem, muss ich übrigens da keine angesprochen fühlen. Ja, Kopftuch gefällt ihm nicht. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, ich will ja, dass ihm der Islam gefällt. Dann sage ich ihm einfach, Kopftuch gibt es bei uns im Islam gar nicht. Verstehst du? So, jedenfalls, um darauf zurückzukommen, der Kampf wurde immer härter. Leute wurden gequält, gefoltert auf das Schlimmste. Was hat der Prophet zu ihm gesagt? لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق. Okay, haben wir kommen. Ja, das heißt, wenn ihr nach Habascha geht, ja, dann geht dorthin. Dort ist ein König, bei dem wird keine Unrecht angetan und das ist die Erde von Wahrhaftigkeit. Hatta yaj'al Allahu lakum faraj mimma antum fi. Bis Allah euch einen Ausweg schafft von dem, wo ihr gerade drin seid. Punkt. Geht ihr dorthin. So. Dann sind im Rajab im 5. Jahr, also nachdem diese Kämpfung des Islams immer stärker wurde, ist eine Gruppe von Männern und Frauen ausgewandert. Das waren 12 Männer und 4 Frauen. Das war die erste Gruppe. So. Und der Anführer von ihnen war gewesen, Uthman ibn Mas'un war der Anführer von ihnen gewesen. Warum erwähne ich das gerade? Weil ich will gar nicht über die erste Hijra reden, aber ich will darüber reden, Bruder, damit uns klar wird, wie wichtig es ist, dass wir uns mit diesen Geschichten beschäftigen. Wenn wir heute reden und wir sagen zu dem Durchschnittsmuslim in Deutschland vor allen Dingen oder in Europa, nenn mir mal ein paar Sahaba des Propheten auf. Nenn mir mal, zähl mir mal ein paar auf. Dann sagt er zu dir, Abu Bakr, Umar, Ali, Uthman, Hamza, Aisha, Ibn Umar. Und dann hört es langsam auf. Versuch mal. Bruder, er kann dir nicht mehr als 10 aufzählen. So. Aber es gab viele Sahabis, Leute. Ach, das waren Jibal, ach, ich mache nur ein bisschen Spaß. Ja, wirklich. Nur die sind früher gestorben. Ja. Nur die sind, versteht ihr, diese ich will euch ein Beispiel geben. Uthman ibn Mas'un war der Anführer dieser Leute, die nach Habascha ausgewandert sind, ganz am Anfang. Nur der ist in den Anfangsjahren von Medina gestorben. Deswegen hast du von ihm nicht so viel mitbekommen. Sa'd ibn Mu'adh, sozusagen der Abu Bakr der Ansar. Okay, als der gestorben ist, weißt du, was der Prophet gesagt hat? Der hat gesagt, Ihtaza Arshu Rahman li Mauti Sa'd ibn Mu'adh. Der Arsch vom Ar-Rahman, der hat gewackelt wegen dem Tod von Sa'd ibn Mu'adh. Frag mal heute Durchschnittsmuslim, was weißt du von Sa'd ibn Mu'adh? Achi, Subhanallah. Ja'far ibn Abi Talib. Achi, Ja'far ibn Abi Talib, über den wir gleich reden werden, der Anführer der zweiten Hijra gewesen ist, ja, von der zweiten Gruppe, Achi, wer war bei ihm gewesen? Bruder, unter ihm war gewesen, von den Ashara Mubashirin, war Az-Zubayr ibn al-Awwam, war mit ihm gewesen. Aber er war der Anführer von ihm. Nur Ja'far ibn Abi Talib ist früher gestorben. Ist gestorben vor dem Propheten, alayhi salatu wasalam. Und der Prophet hat gesagt, Ja'far ibn Abi Talib ist derjenige, der dem Propheten hört zu. Am nächsten, das ist der Bruder von Ali, das ist der große Bruder von Ali, Ja'far. Der hat gesagt, er ist der, der dem Propheten am nächsten im Chuluk und Khalaq ist. Im Benehmen und im Aussehen. Er ist ja von seiner Familie. Er ist der, der dem Propheten am nächsten ist. Ach, dem haben sie in der Schlacht von Mutter, dem haben sie ihm, dem haben sie, den, der hat die Flagge gehalten. Man hat ihm erstmal den rechten Arm abgeschlagen, dann den linken Arm, hat er die Flagge in den linken, dann hat er die Flagge so genommen und ist danach gestorben. Der Prophet sagt, der hat im Paradies Flügel. Subhanallah. Achi, das ist ein Mann. Aber wer weiß heute, was über Ja'far ibn Abi Talib? Und wir verlieren so viel. So viel. Abu Dujana. Achi, ein Mann, wenn er sein rotes Sturmband angezogen hat und ist in den Krieg gegangen, da gab es ein Gefühl auf dem Schlachtfeld, als wenn der Wind des Todes von rechts und links weht. Der ist über die Kuffar drüber stolziert, als wenn er Kakerlaken platt trampeln würde.
Ja, es ist wirklich so. Versteht ihr? Aber das, das ist das, was wir unbedingt verinnerlichen müssen. Was das für Leute waren. So. Jetzt, jedenfalls die erste Hijra nach Habascha war gewesen, die sind zurückgekommen. Warum sind die zurückgekommen? Das erwähne ich jetzt, weil das auch sehr wichtig zu wissen ist. Die sind zurückgekommen, der Prophet war damals an der Kaaba gewesen, hat der Surat al-Najm vorgelesen. Und in dieser Surat al-Najm sagt der Prophet, sagt Allah, und der Prophet hat rezitiert, أَفَرَعَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَ تِلْكَ إِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيْتُمْ وَأَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Ja? Das heißt, Allah nennt hier in Surat al-Najm, was die 53 Sure, nennt er drei Götzen, die die Araber angebetet haben. Drei der bekanntesten und größten Götzen. Der Obergötze war eigentlich Hubal gewesen, aber es ist Al-Lat, Al-Uzza wa Manat. Und er sagt hier, das sind nur Namen, die ihr und eure Vorfahren erfunden haben. Allah hat dafür keine Erlaubnis herabgesandt. So. Die Quraysh haben diese Sure bis zum Ende gehört, mitgehört, die Kufar, und haben sie zu Sujud gemacht. Die sind, diese Sure hat sie überwältigt. Weil am Ende der Sure kommt ein Sujud-Vers und dann haben sie sich hingeworfen, haben für Allah subhanahu wa ta'ala Sujud gemacht. So, jetzt sind die natürlich von den anderen Mushrikun getadelt worden. Hey, nach dem Mob sei bescheuert oder was hier? Ihr werft euch nieder, ihr gebt dem Mohammed recht damit. Und was haben sie dann gesagt? Haben sie erzählt, ja, der hat gesagt, Manat, das sind drei Leute, die man als Fürsprecher zu Allah nehmen kann. Das heißt, die ganze Sure, die ganze mekkanische Periode geht nur darum, dass man keine Götter neben ihm anbieten darf. Dass man niemanden als Wasa'id, als Fürsprecher und Zwischenhändler und so weiter nehmen darf. Und jetzt behaupten sie, der hat in dieser Sure das gesagt. Warum? Die haben gelogen. Und das ist das, was bis heute weiter erzählt wird als die satanischen Verse. Dass der Prophet vom Satan eine Einflüsterung bekommen hätte, hätte das ausgesagt. Aber es ist eine Lüge. Es ist eine falsche Aussage. Es stimmt, es gibt einige Gelehrte, die diese falsche Überlieferung angenommen haben, dass der Prophet das wirklich gesagt hat, dass es vom Satan eingeworfen wurde. Und dass Allah das nachher verbessert hat, hat gesagt, hier ist auch kein Problem, weil die Botschaft ist ja richtig angekommen, versteht ihr? Nur im Endeffekt, das ist eine Geschichte, die da'if, die unauthentisch ist. Jedenfalls sind sie dann zurückgekommen. Ja? Dann sind sie später ausgewandert, aber diesmal 83 Männer und 18 bzw. 19 Frauen. Die sind nach Habascha ausgewandert, haben dort sozusagen Asyl bekommen. So, jetzt fragen wir uns, warum Habascha? Was könnte der Grund dafür gewesen sein, überhaupt für die Auswanderung? Der erste Grund war selbstverständlich welcher gewesen, oder ich komme nachher nochmal darauf zurück. Auf jeden Fall sind sie dann in Habascha gewesen, aber das hat den Kuffar nicht gereicht. Sondern sie haben Leute hinterhergeschickt, dass sie diese Leute zurückholen. Warum? Normalerweise, du sagst dir, was ist das für ein Schwachsinn, was diese Kuffar gemacht haben, was die Mushrikun gemacht haben. Die sind doch weg jetzt, habt ihr keine Probleme mehr, habt ihr eure Ruhe. Die sind nach Abyssinien gegangen, die sind nach Habascha gegangen, nach Äthiopien. Ende, sind sie weg. Haben wir endlich unsere Ruhe, so hätten die doch denken müssen. Aber trotzdem haben sie jemanden nachgeschickt. Bruder, weil es geht nicht um einen Kampf, um Geld oder irgendwas. Hier geht es um einen Kampf der Religion. Ach, und diese Religion ist auch dort. Die zweite Sache ist, die hatten gute Handelsbeziehungen mit Abyssinien gehabt, mit Äthiopien. Ihr müsst wissen, Mekka war wie ein Handelszentrum und die hatten Angst gehabt, weil diese Leute für ihr Geld gelebt haben, dass die Muslime denen einen schlechten Ruf machen und Probleme bereiten. Drittens, die haben gedacht, vielleicht nehmen diese Leute den Islam an. Ja, so das heißt, die haben jemanden nachgeschickt. So, wen haben die nachgeschickt?
ون عبد الله ابن ابي ربيع، عمرو بن عاص ون عبد الله ابن ابي ربيع. عمرو بن عاص war aber die Hauptperson, ja? Weil Amr ibn As war, wie ich schon gesagt habe, war ein Genie. Leute, der hat hier Ägypten erobert. Leute, hat Ägypten erobert. Ach, du musst dir vorstellen, das war seit Jahrhunderten unter römischer Herrschaft sozusagen. Die Römer haben das ja hier erobert gehabt. Deswegen, viele denken heute, boah, guck mal, die Muslime haben so viel Dschihad gemacht und so weiter und so fort. Ach, der einzige Kampf, der gerecht ist, ist Dschihad. Dschihad ist nicht unschuldige Menschen töten, weil es gibt auch Muslime, die Dschihad falsch verstehen. Aber was haben die gemacht? Warum haben so viele Leute Islam angenommen? Weil die haben die Muslime als Befreier gesehen von den Römern, viele Menschen. Und jetzt, und Bruder, damit wir sehen, was das für gewaltige Menschen waren. Amr ibn As, ach, ein großes Heer von Römern hat sich gesammelt. Und die Römer waren keine einfachen Leute. Das war eine, ihr müsst wissen, die Araber am Anfang, das war keine richtige, das war mehr so eine Guerillabande gewesen. Das war keine organisierte Armee, wie bei den Römern. Die Römer, die hatten die besten Waffen. Das ist ja ein großer Unterschied, ob du einen Stock hast oder ob du ein Messer hast, das beim ersten Schlag abbricht, oder ob du ein schweres Schwert hast. Die Römer, hört sich fast an wie erwähnen, die Römer waren eine große Armee gewesen. Die hatten stärkere Waffen, die hatten stärkere Verpflegung und die waren viel mehr gewesen. Und Amr ibn As hat dann einen Brief an Umar al-Khattab geschickt. Ja, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, waren die Römer 30.000 und also in Ägypten. Es gab auch mit 200.000 und die Muslime waren nur 3.000 gewesen. Ja? Und dann hat Amr ibn As einen Brief geschickt, dann auch noch. Aber ich weiß die Zahl nicht genau, das muss ich nochmal nachgucken. Das ist auch nicht das Thema heute. Ich wollte das nur am Rande erwähnen. Amr ibn As hat einen Brief an Umar al-Khattab geschickt. Hat gesagt, er soll ihm Verstärkung schicken. Da hat Umar al-Khattab ihm Verstärkung geschickt. Wie viele? 4 Mann. Vier Mann hat er ihm geschickt, ja. Und er hat aber auch einen Brief dabei geschrieben, hat gesagt, diese vier, jeder von denen ist wie 1.000. Ja, genau. 4.000. Einer von denen war also Zubayr ibn al-Awwam. Wie einer wie 1.000. Ja. Leute, das sind unsere Leute. Verstehst du? So, auf jeden Fall. Amr ibn As kommt zum Najashi und Amr ibn As, alhamdulillah, dass er nach Islam angenommen hat, radiallahu anhu, ja. Er kommt zum Najashi und er hat schon seinen Plan. Er sagt, erstmal gehen wir zu den Batarika, das sind so die, sage ich mal so, die hohen Leute um den Najashi herum und wir geben denen Geschenke. Rishwa sozusagen. Das heißt, Bestechung. Wir geben denen Dings und dann erzählen wir denen. Es ist ja zu jedem Einzelnen gegangen. Guck mal, was die sich angestrengt haben. Hat gesagt, guck mal, zu euch sind Leute gesagt von uns. Wir kennen die besser, sind dumme Jungs. Und wir wollen die zurückbringen. Und guck mal, ihr seid ja unsere Freunde. Guck mal, genau wie heute. Ihr seid ja unsere Freunde. Euch mögen wir ja. Wir geben euch was. Ihr seid ja ganz toll. Hier kriegt ihr noch ein Geschenk von uns. Ja? Aber gebt die zurück. Seid gegen diese Leute dort, ja? Und sorgt dafür, dass der Najashi sich die Muslime gar nicht anhört. Weil die wussten, wenn der Najashi, also der König von Abessinien, von Äthiopien, von Habascha, wenn der sich die anhört, dann wird es gefährlich. Weil die wissen auch, mit wem sie es dort zu tun haben. Wenn ein Jafar ibn Abi Talib redet, er hat es drauf. Und das werdet ihr auch gleich sehen, mashallah. Auf jeden Fall kamen sie dann zum Najashi, da haben sie dem Najashi genau dasselbe. Es sind doch so dumme Jungs von uns hin und her, führt ihr mit uns zurück, die haben unsere Religion verlassen und eure Religion nicht angenommen. Und die sind mit einer Religion genommen, die ganz neu ist, die kennen wir nicht und ihr nicht. So ist dir gekommen, verstehst du? Weil, also er wollte es betonen, der hat mit euch nichts zu tun, das sind keine Christen. Der wollte diesen Ikhtilaf betonen zwischen ihnen und den Muslimen, auf jeden Fall. Zwischen den Christen und den Muslimen auch, dass die nicht
an, also dass das keine Christen geworden sind. Auf jeden Fall kam dann der Najashi rein oder die Muslime kamen rein und normalerweise werfen sich alle vor dem Najashi. So, jetzt wurden die Muslime geholt. So, dann haben die Muslime miteinander geredet. So, Ja'far bin Abi Talib war der Führer. So. Erstmal, hier eine ganz wichtige Lehre, Leute. Die ganz wichtige Lehre für uns Muslime. Wenn wir fragen, wer war der Führer der Muslime? Dann sagt jeder Muhammad a.s. Ist ja klar. Aber wenn die Muslime kleine Gruppen geschickt haben, oder auch größere Gruppen, sie hatten immer einen Führer gehabt. Immer eine organisierte Struktur. Immer eine Organisation. Nicht, der macht dies, der macht das. Einer ist die Führungsperson. So, Ja'far bin Abi Talib war die Führungsperson. Und ich will nochmal betonen, Leute waren dabei, wie As-Zubayr bin al-Awwam, über den Umar al-Khattab gesagt, der ist wie 1000. Ja. Nur mit sich, der ist von den 10 Sahaba, Mubashirin, von Asherin, überleg mal, auf jeden Fall. Was haben sie gesagt? Wir werden so sagen, wie es der Prophet a.s. gesagt hat, wir werden so sagen, wie es im Koran steht, keinen Fidelika mehr hohe kein. Egal was passiert. Warum? Weil sie nicht gekommen sind, um sich selber zu retten, sie sind gekommen, um die Dauer zu retten. Das heißt, wir werden sagen, so wie es ist. So, jetzt musst du dir vorstellen, die treffen mit dem Najashi zusammen, alle machen Sujud und Amr und Aas sagt denen, ja, wenn die kommen, die werden keinen Sujud machen zu dir. Guck mal, hier. Der versucht zu sticheln, verstehst du? Die werden keinen Sujud machen zu dir. Was passiert? Die machen keinen Sujud. Der Najashi war ein bisschen, der kam sich ein bisschen unrespektiert vor. Der hat den Sujud nicht als Ibadah gesehen, aber der hat gemerkt, der will damit sagen, hier, die respektieren nicht. Warum werft ihr euch nicht nieder? Was sagt Ja'far bin Abi Talib? Der sagt, wir werfen uns nur vor Allah nieder. Boah. Jetzt, Brüder, überlegt mal, was das für ein Mokif ist. Das sind Leute bei, die sind gestern gefolgt worden. Es geht jetzt für sie sozusagen um die Wurst, verstehst du? Es geht um alles oder nichts. Kann sein, ach, die werden jetzt wieder zurückgebracht und vielleicht getötet. Aber was sagt er? Wir werfen uns nur vor Allah nieder. Welche Lehre ziehen wir daraus? Brüder, wir dürfen niemals etwas von der Religion aufgeben, kostet es, was es wolle. Es sei denn, jemand hält dir echt die Pistole an den Kopf. Aber das ist das Problem, was wir heute haben. Wir haben heute Leute, Achi, in Deutschland, Achi, die auf einmal anfangen, ja, informier die Polizei und dieses und jenes und ja, Demokratie und ja, wir sind Verfassungspatrioten. Bruder, wir halten uns an die Gesetze in Deutschland. Wir sagen auch niemand, der soll die Gesetze brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht stauen, wo ist das Problem? Aber zu sagen, ja, ich finde das Gesetz besser als das Gesetz, was Allah herabgesandt hat, ist Kuffer. Ist Kuffer, klar und deutlich. Verstehst du? Und so weit kommt das. Achi, und ihr Brüder, ich sage euch, Sure 17, Sud Isra, Seite 8. Am Ende ist ein Vers, wo Allah zum Propheten sagt, وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِعَ عَلَيْنَا غَيْرًا. Er sagt, hätten wir dich nicht gefestigt zum Propheten, du hättest dich ihnen wahrlich etwas. Dann sagt er danach im Vers, وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَكَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْءٍ قَلِيلًا. Hätten wir dich nicht gefestigt, den Propheten a.s. hättest du dich ihm wahrlich etwas zugewandt. Das heißt, Brüder, deswegen wirklich, eine Dua, die der Prophet immer gemacht hat, ist, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala ta'atik, thabbit qalbi ala imanik, thabbit qulubana ala dinik. Ach, ganz wichtig, dass wir nicht wackeln, dass wir den Tauhid verinnerlichen und wissen, Allah hat Macht über alles. Achi, das müssen wir verinnerlichen. Jetzt geht's weiter. Jetzt sagt der Najashi, ja,
Erzähl mal, so nach dem Motto, erzähl mal was von eurer Religion. Was ist das für eine Religion, mit der ihr gekommen seid? Ach, und er hält eine Rede. Ich habe diese Rede wirklich mal analysiert. Und ich will das nochmal mit euch auch durchgehen, bei einem anderen Mal, weil ich habe diese Rede in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile eingeteilt. Und es ist einfach eine super Rede, wie man mit jemandem redet, der noch nie was vom Islam gehört hat. Er fängt an, Ayyul Malik, Kunna Kaumen Ahlul Jahiliyyah. O König, wir waren ein Volk von dem Volk der Jahiliyyah. Unwissenheit. Der erste Teil, der zählt 7 schlechte Eigenschaften, die wir haben, hatten auf und will damit sagen, diese Eigenschaften haben wir nicht mehr. Er redet also mit jemandem, der hat noch nie was vom Islam gehört. Versteht ihr? Deswegen, man kann die Rede jetzt nicht unbedingt auf Deutschland beziehen, ja, weil viele wissen schon eigentlich vom Islam, aber wir müssen diese Sachen auch versuchen zu erwähnen. Kunna akaum ahal jahiliya. Na'budul asnam. Wa na'kulun maita. Wir haben Götzen angebetet und Totes gegessen, Aas gegessen. Und haben Unzucht begangen. Ja? Und haben die Verwandtschaftsbande abgerissen. Und die Nachbarn schlecht behandelt. Aber das heißt indirekt, jetzt behandeln wir die Nachbarn gut. Jetzt behandeln wir die Verwandten gut. Ach, wenn du die Verwandten gut behandelst und deine Nachbarn. Ach, dann ist Friede, Freude, Eierkuchen im Land. Versteht ihr? Weil hier fängt es an. Das ist auch eine Weisheit, Bruder, die vielen Leuten gar nicht so bewusst ist. Was hat der Prophet gesagt? Der sagt, Jibril ist zu mir gekommen, der hat mir so oft befohlen, dass wir, sinngemäß, dass ich den Nachbarn gut behandeln muss, besonders, dass ich gedacht habe, der wird zum Erben gemacht. Warum? Ach, weil mit dem Nachbarn fängt es an. Wenn du gute Beziehungen hast zum Nachbarn und der Nachbar hat gute Beziehungen zum Nachbarn, im Endeffekt hast du Friede im ganzen Land, aber es fängt bei deinem Nachbarn an. So, dann weiter. وَيَاكُلْ قَوِي مِنَّ الدَّعِيفِ. Und der Starke von uns hat den Schwachen gegessen. Das heißt, der Islam, heute reden die von Hukuk, dies, das. Ach, der Islam hier, guck mal, wie die Leute vorher waren, der hat dafür gesorgt, dass der Starke den Schwachen nicht unterdrücken kann. Guck mal, das ganze System, ach, hier ist ein ganzes Gesellschaftssystem drin. Verstehst du das? Das ist Wahnsinn. Dann weiter. Das sind erstmal 7 gute Eigenschaften. Jetzt sagt er weiter. وَكُنَّ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا. Sagt, wir waren so gewesen, bis Allah einen Gesandten zu uns geschickt hat. Das heißt, jetzt sind wir nicht mehr so. Dann sagt er, über den Propheten erwähnt 4 Eigenschaften. نَعْرِفُ نَسَبَهُ. Wir kennen seine Abstammung. Warum sagt er das? Warum? Weil er sagt, guck mal, wir glauben an den Gesandten. Wir kennen sogar seine Abstammung. Wir kennen ihn in- und auswendig. Verstehst du? Eine Frau, die kennt ihren Mann in- und auswendig. Hier, wir kennen den, seinen Opa. Wir kennen alles von diesem Menschen. نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ. Wir kennen dem sein Nesab, dem seine Wahrhaftigkeit. Eine der wichtigsten Eigenschaften für einen Gesandten. Wahrhaftigkeit, amanatahu, das heißt Vertrauenswürdigkeit, du gibst ihm etwas, er gibt dir das zurück, er hält sein Wort, ja, amanatahu, wa afafahu, was ist afaf? Das ist seine Keuschheit. Der Prophet, sind für die Mustashtikun, die heute kommen, die sagen, guck mal, der hat so und so viele Frauen geheiratet, ach, bis zum 25. Lebensjahr. Und der Prophet sah gut aus, der hatte breite Schultern gehabt, der war sehr hübsch gewesen auch und sehr beliebt. Ach, bis zum 25. Lebensjahr hat er keine einzige Frau berührt. Mit berührt meine ich näher gekommen. Also natürlich hat er seine Mutter berührt, ihr wisst, was ich meine. So. Bis zum 25. Lebensjahr, was hat er dann geheiratet? Da hat er eine Frau geheiratet, die 40 Jahre alt war, Khadija radiallahu anha. Und natürlich mit 40 Jahren zur damaligen Zeit in der Sonne bei der ganzen Arbeit, bist du nicht so attraktiv für einen jungen Mann wie eine Frau, die 18 Jahre alt ist. Und hätte alle Frauen haben können sozusagen, oder so gut wie alle. Ja?
Und er hätte so viele haben können, wie er will. Es gab da keine Beschränkung. Die Leute haben dort Sinne gemacht, da gab es Prostituierte, die haben Fahnen am Haus gehabt und dann sind die einfach reingegangen und haben Geld bezahlt. Versteht ihr? Achi, aber dann ist er mit dieser Frau, wie lange ist er mit dieser Frau zusammen? 25 Jahre, Achi. 25 Jahre nur mit dieser Frau und er guckt keine andere Frau an. So, jetzt ist er 50, die Frau stirbt, dann ist er erstmal 2 Jahre unverheiratet, dann heiratet er eine Frau, die auch älter ist und dann heiratet er Aisha. Das heißt, mit 50 Jahren, das heißt, da bist du doch gar nicht wie ein 25-Jähriger von den Bedürfnissen her, die man hat, jetzt zum Beispiel eine andere Frau. Das heißt, die Leute, die erzählen, der Prophet, er war einer, der den Frauen hinterher war, ja, ein Schürzenjäger, wie sie sagen, sind Leute, die sein Leben nicht kennen. Es ist Blödsinn. Der Prophet war was? Afalfahu, wie Ja'far bin Abi Talib sagt. Ja'far bin Abi Talib sagt das. Dieser Mann ist bekannt für seine Keuschheit. Für seine Schamhaftigkeit. Das sind die Eigenschaften vom Gesandten Allahs. Sallallahu alaihi wasallam. So, dann sagt er, dann kommen wir als nächstes 9 Punkte der Dawah des Propheten. Er sagt, فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Da hat er uns zu Allah gerufen. Erstens, لِنُوَحِدُهُ. Zweitens, وَنَعْبُدُهُ. Drittens, وَنَخْلَعَ مَا كُنَّ نَعْبُنُ نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا. Und dass wir das vollkommen lassen, was unsere Vater, Vorväter und wir angebetet haben, مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ الْحِجَارَةُ الْأُثَانِ, von Steinen und Götzen, was wir angebetet haben. So. وَعَمَرَنَا بِسِدْكِ الْحَدِيثِ, und er hat uns befohlen, dass wir die Wahrheit sprechen. وَأَدَّى الْأَمَانَ, und das Anvertraute zurückgeben. وَصِلَةِ الرَّحِمِ, und dass wir die Verwandtschaftsbande halten. وَحُسْنُ الْجِوَارِ, und die Nachbarn gut behandeln. وَالْكُفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ, und die verbotenen Sachen lassen. وَالْكُفُّ عَنِ الدِّمَا, und dass man Dima, das heißt also keinen tötet, keinen verletzt, etc. So. Hier bei diesen 9 Punkten, guck mal, erstmal, oben, womit fängt er an? Die erste Sache, die er anbietet, Qaumu Jahiliyyah, Na'budul Asnam. Der fängt an mit Tauhid. Dann geht er weiter, das war eben bei 7 schlechte Eigenschaften. Kunna Qaumu Na'budul Jahiliyyah, Na'budul Asnam. Dann geht er weiter, dann kommt er, Fakunna Ala Dalika, dann redet er über den Propheten, dann Da'ana Ila Allah Lin Wahidahu, Tauhid. Wa Na'buduhu, Tauhid. Wa Nakhla Ma Kunna Na'budu Nahnu, وَأَبَاؤُنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ الْأَوْثَانِ وَالْحِجَارَةِ. Was ist das? Tauhid. Guck mal, er hat jetzt in dieser Sache 1, 2, 3, 4 Mal Tauhid erwähnt. Dann erwähnt er 4 Sachen, die er uns verboten hat. وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ. Der zählt das nochmal auf, damit es auch richtig hängen bleibt bei den Leuten. Und er hat uns verboten, Unzucht zu begehen. وَشَهَادَةِ الزُّورِ. Guck mal, erwähnt er jetzt noch, falsches Zeugnis abzugeben. Und dass man das Vermögen vom Yatim, vom Waisen ausnutzt. Ist jetzt Aklul Mal Yatim, das ist metaphorisch mit gemeint. Man nimmt das Geld von dem Waisen, der keine Kraft hat. Ja? Waqaful Muhsana. Muhsana, das heißt, dass man eine Frau, die rein ist, man sagt, ja, die beschuldigt, man beschuldigt. Die hat dieses gemacht, jenes gemacht, die hat Sina gemacht, die ist mit diesem Mann gegangen. Guck mal, boah. Alle diesen Achlag, den der Islam subhanallah beibringt. Dann weiter. Wa amarna, und jetzt, so das waren 4 Sachen, die verboten sind. Wa amarna an na'budallah wa la nushrik bi shay'. Dann erwähnt er nochmal, und er hat uns befohlen, dass wir Allah alleine anbeten und nichts neben ihm anbeten. Wa ikamatis salah wa ita'iz zakah. Und dass wir das Gebet verrichten und die Zakah geben. Der hat jetzt hier, guck mal, ich zähle nochmal auf, ja. 1, 2, 3, 4, 5 Mal in dieser ganzen Sache Tauhid aufgezählt. Ja? So. Dann sagt er 6 Sachen, die die Dawah bewirkte. 6 Sachen, die die Dawah bewirkte. Das war jetzt, wie oft war es Tauhid? 5 Mal Tauhid, jetzt. Dann sagt er, فَصَدَقْنَاهُ, dann haben wir ihm geglaubt. وَآمَنَّ نَبِيهِ, um das nochmal zu stehen. Wir haben ihm geglaubt, wir haben ihm geglaubt. وَاتَّبَعْنُوا عَلَى مَا جَهَبِي, und wir haben ihm gefolgt, womit er gekommen ist.
فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا. نخمة توحيد سكس ما. So haben wir Allah allein angebetet ohne jemand beizusein. وحرمنا ما حرم علينا. Und haben das verboten, was er uns verboten hat. Was ist das? Das ist auch توحيد. Dass du akzeptierst, dass Allah das Recht hat, dir zu verbieten. وأحللنا ما حل لنا. Und haben das erlaubt erklärt, was uns erlaubt erklärt hat. Das ist auch توحيد. Das sind wieder dreimal توحيد. Eins, zwei, drei, dann. Was ist dadurch passiert? Fa'ada alayna qawmun. Also hat uns unser Volk bekämpft. Fa'adhabuna. Und die haben uns gefoltert. Die haben uns... Wafattanuna an dinina liyarudduna ila ibadat al-awthani min ibadat ilahi wahdahu. Wieder Tauhid. Und die haben uns in Versuchung gesetzt, damit wir vom Glauben abfallen und nicht nur Gott alleine anbeten, sondern wieder die Götzen anbeten. Das ist wieder Tauhid. Guck mal, das ist jetzt wie auf Tauhid, achtmal, neunmal, dann und dass wir das erlaubt erklären, was wir vorher von den üblen Dingen erlaubt erklärt haben. Das ist wieder, ist der Halal, das gehört wieder zum Tauhid. Und so weiter. Dann sagt er, und während sie uns so behandelt haben, ja, sind wir zu dir gekommen. Guck mal diese Rede, Achi. Oh. Allahu Akbar. Guck dir diese Rede an. Bruder, und inshallah, ich möchte nächste Sache, beim nächsten Mal nochmal diese Rede inshallah analysieren, ja, weil wir haben jetzt, glaube ich, über eine Stunde geredet über das ganze Thema und man sieht, dass es echt umfangreich ist. Achtmal Tauhid oder neunmal Tauhid in dieser Rede und erzählt die ganzen guten Sachen in so einer kurzen Rede vom Islam auf. Normalerweise müssen wir diese Rede auswendig lernen. Ja, die musst du nochmal auswendig lernen, auch in der Dawa. Muss man sagen, der Islam sagt uns dieses, jenes und so weiter und so fort. Das ist eine super Dawa-Methode, echt. So, wie auch sonst. Das ist Ja'far bin Abi Talib. Das ist nicht einer von uns, das ist nicht irgendein Sahabi, das ist einer der Bomben. Das ist ein Mann. Ja, das ist Ja'far bin Abi Talib, radiallahu anhu. Und deswegen möge Allah uns Ikhlas geben und möge Allah uns zu denjenigen machen, die den Fußstapfen dieser Leute folgen. Amen. قولوا قولي هذا واستغفروا لي ولكم وسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك